Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Heute geht es um die besten Waffen. Wir haben natürlich in der zweiten Season auch neue Waffen bekommen. Und die würde ich mir gerne anschauen, denn wir haben natürlich nicht nur diese Bojen bekommen. Ne? Haben wir ja gesehen, diese Minen. Mit dem Sprunglader verschießen wir Minen. Das war ja so der große Aufhänger eigentlich zur Season. Aber neben diesen Sprungladern gibt es natürlich noch andere neue Waffen. Und die zeige ich euch jetzt hier momentan im Hintergrund, im Einsatz. Sowohl an der Front, wie auch hier an der Steuerbordseite, ne? Also auf der rechten Seite. Und dann natürlich auch im Zusatzslot, denn die Raketen sind auch mit an Bord. Das sind alles neue Waffen, die wir erhalten haben. Vorne diese Waffen, ihr seht das schon, dass die mehrere Schaden auslösen, also dass sie mehrfach treffen als nur mit einmal, so eine Art Splitterschuss machen die, und der kann halt auch auf Schiffe abprallen. Wenn also so zwei, drei Schiffe so auf dem Haufen sind, dann prallt das gerne mal ab. Ist jetzt hier gerade ein bisschen unglücklich, dass ich hier auf hoher See bin, aber ich hatte auch ehrlich gesagt gar nicht vorgehabt, das für ein Video zu machen. Es war eigentlich eher so, dass ich mir gedacht habe, hey, wir haben neue Waffen, die würde ich einfach gerne mal testen. Und ich wollte jetzt eh ein paar königliche Verwalter farmen für meine Flottenmanagement-Schiffe, für meine Transportschiffe, für die Achterstücke, wo ich ganz gerne einfach halt ein paar, ja, königliche Verwalter hätte. Und deswegen habe ich gedacht, gut, ich mache mal einen Konvoi. Und da fiel mir dann ein, hey, nutzt doch mal die neuen Waffen. Und bevor da jetzt ganz genau drauf eingehen, schicke ich euch ganz kurz rüber in die Werbung. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Neue Waffen. Also das Schiff dafür, muss ich gleich sagen, ist nicht gebaut um diese Waffen drumherum oder ähnliches. Ne? Ich habe einfach meine Standard-Sambuke genommen, wie sie war, und habe einfach mal die neuen Waffen drauf gesetzt. Ne? Bin zum Schwarzmarkt rüber, habe gesagt, hey Mädchen, gib mir das gute Zeug. Und sie hat unter das Regal gegriffen und hat mir das gute neue Zeug gegeben. Wir haben, also zum einen habe ich es gerade schon gesagt gehabt, hier vorne die Frontkanone. Hat einen Splitterschuss, bedeutet, wenn ihr mehrere Schiffe nah beieinander habt, dann kriegen die anderen Schiffe auch Treffer. Die zweite Neuerung ist aber die geilste, ja, obwohl sie teilt sich den Platz, ne? Den geilsten Platz, hier teilen sich eigentlich die Waffen, und zwar einmal hier der Raketenwerfer mit den neuen Torpedos. Die neuen Torpedos sind einfach geil und der Raketenwerfer ist auch einfach geil. Wirklich, der macht einfach richtig Spaß, und wenn man dann auch noch gut besser treffen würde, würde dann noch mehr Spaß machen. Das ist hier jetzt momentan auf der rauen See nicht so einfach. Wir werden hier gleich im Videomaterial den großen Vorteil der Torpedos sehen, weil die Torpedos nämlich jetzt zielsuchend sind. Bedeutet nicht, wir schießen nach rechts und hauen links das Schiff weg. So zielsuchend zum Glück nicht. Aber sie machen einen kleinen Bogen. Sie machen einen kleinen Bogen. Wenn ihr, ja, sag ich mal, zu weit davor oder dahinter semmelt, dann probieren sie innerhalb eines kleinen Bogens doch noch das Ziel zu treffen. Und das ist richtig geil. Wie gesagt, werden wir hier gleich noch sehen. Trotz des hohen Seegangs kommen gleich noch ein paar Stellen, wo man das richtig gut sehen kann. Und das macht natürlich Spaß, weil Torpedos, wie gesagt, ich fand sie schon immer wirklich gut. Aber man muss halt treffen, ne? Man muss halt treffen. Das ist halt gar nicht so wahnsinnig leicht. Wenn dann halt, wie gesagt, dann hier auch noch so hoher Wellengang ist, und wie gesagt, man muss halt auch dann wirklich, ja, es mit einberechnen, und wenn man da kein Zielwasser getrunken hat, dann semmelt man daneben, und wie man hier sieht, momentan meine Torpedos, die treffen alle, ne? Jetzt ist genau die Stelle, wo ich gesagt habe, hier sehen wir das richtig gut. Da sieht man auch zwischendurch noch so einen kleinen Bogen, den sie machen. Ich glaube, es kommt sogar noch mal ein bisschen stärker. Auf alle Fälle, das sind die Torpedos. Zielsuchend. Sind mega, Leute. Sind eine absolute Empfehlung. Ich glaube, die werden wir in Zukunft viel, viel sehen. Weil, ich glaube, auch im PvP werden die böse sein mit dem Zielsuchen. Weil ich habe es eigentlich immer bisher ganz gut geschafft, wenn ich einen Gegner hatte, der mit Torpedos auf mich geschossen hat. Gerade hier die neuen Chorus-Jungs. Die sind da ja, hier die neue Fraktion, die sind ja ständig am Torpedoballern. Da weiche ich immer ganz gut aus. Die haben zum Glück nicht diese Zielsuchenden an Bord, ne? Und die Raketen, da möchte ich mal als kleines Beispiel anregen. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie ihr das handhabt.
Ich mache das so, wenn ich meine Ruderkontakte kontaktiere und mir dort die Aufträge hole, um dann für gutes Silber Tabak, Zuckerrohr und Co. einzukaufen, dann bin ich natürlich nicht derjenige, der wirklich kauft. Ich bin Pirat, ich kaufe doch nicht. Ne? Ich versenke die Gurke und gut ist. Und genau das habe ich halt immer gemacht. Ich bin so, ja, habe abgelegt, bin zum Ruderkontaktschiff hingefahren, habe mein Leopold 3 schon mal ausgepackt, habe dann einmal den Leopold mittig aufs Schiff gehauen, habe dann noch mal eine Kanonenkugel hinterhergejagt und dann konnte ich looten. Mit den Raketen brauche ich keine Kanonenkugel mehr hinterherjagen. Ich kann später schießen, weil die Reichweite kürzer ist, aber das macht ja nichts. Ne? Das macht ja in dem Fall einfach gar nichts. Und die Raketen machen den komplett weg. Die machen den komplett weg. Und sie haben, soweit ich gleich, wir schauen gleich nochmal genau drauf, sogar Boni für Türme. Sogar Boni für Türme. Also diese Raketen sind wirklich richtig, richtig geil. Und wie gesagt, hier die Torpedos haben wir ja wieder gesehen. Hat er nochmal so einen kleinen Bogen gemacht, haben wir das Schiff nochmal hinten erwischt am Heck. Ist hier, deswegen, ich versuche hier mal extra so ein bisschen zu zielen, dass sie hoffentlich eine kleine Kurve fahren, damit ihr das sehen könnt. Also die neuen Waffen auf dem Schwarzmarkt sind Gold wert. Wie es ist mit dem, wie heißt er genau, Höllenmacher, Höllenschlund, der Sprunglader, den es gibt im Season Pass im Kanonier, habe ich leider noch nicht, werde ich dann sehen, aber hier kann ich schon mal sagen, die drei Waffen haben es richtig, richtig fett in sich, die machen richtig Spaß. Und hier gebe ich euch gleich einen kleinen Spoiler. Ja, ich kriege meinen königlichen Verwalter noch. Das Schiff hier geht noch down auf alle Fälle, weil wir springen jetzt rüber zum Schwarzmarkt und gucken mal ganz genau, welche Waffen das sind und was die vor allem kosten, wovon der liebe Goody hier redet. Und Zusatzausstattung dazu gibt es nämlich auch noch. So, liebe Leute, und damit sind wir auch auf dem Schwarzmarkt angekommen und können jetzt einen genauen Blick auf die Waffen werfen, von denen ich rede. Wir haben als erstes, was ich vorne auf dem Schiff montiert hatte, ist die V der Ilse. Und hier haben wir halt den Vorteil, Querschläger, Treffer am Rumpf oder an einem Gebäude prallen in Richtung eines Ziels in der Nähe ab und verursachen 75% des ursprünglichen Schadens. Das ist halt wirklich sehr gut, gerade wenn ihr, wie gesagt, viele Schiffe auf einem Pulk habt, was ja auch oft bei Übernahmen passiert, dann haben sie noch, dass 30% des Schadens wird zu Durchschlagsschaden und erhöht Schaden gegen Schwachpunkte um 100%, kosten 350 Sovereign. Das sind also hier die neuen Halbkanonen, die V der Ilse. Dann gehen wir weiter zum nächsten Neuankömmling, Ewiges Requiem, die neuen Torpedos, von denen ich gerade so geschwärmt habe, weil die halt wirklich zielsuchend sind. Ne? Es steht auch dabei, ihre zielsuchende Funktion macht es sehr herausfordernd, ihnen auszuweichen. Entscheidend ist, dass ihr wirklich drauf achtet beim schnellen Scharfmachen. Torpedoschaden wird erhöht, wenn das Ziel weiter als 150 Meter entfernt ist und 20% des Schadens wird zu Überflutungsschaden. Das zeichnet das ewige Requiem aus, macht das wirklich zu einer fantastischen Waffe. Und die dritte im Bunde, die wir dann haben, ist hier der Streithammer. Statt viele kleine Raketen gibt es 10 schwere Raketen, die er abfeuert. Schaden 19,396. Explosiv ist das Ding auch dazu. 20% des Schadens wird in Explosionsradius von 35 Metern zu Explosionsschaden und Brand 1. 10% des Schadens wird zu Brandschaden. Das sind die neuen, ja, die neuen Waffen, die wir hier haben. Wie gesagt, 600 Sovereign sind dafür fällig und es gibt dann auch natürlich noch zusätzlich die passende Ausstattung zu den Waffen dazu. Und dann haben wir hier noch die beiden zusätzlichen Ausstattungen, die es gibt. Auch jeweils Sovereign sind fällig. Einmal die Fatana Station 1. Sekundärschaden von Rakete wird um 12% erhöht und Schaden gegen Gebäude wird um 12% erhöht. Das ist wirklich geil, ne? Weil diese Rakete wirklich mit diesen 10 fetten Raketen, also ich kann mir vorstellen, dass man Türme damit wirklich ruckzuck weg hat. Ich bin wahnsinnig froh, freue mich richtig auf meine nächste feindliche Übernahme, um dann dort das zu testen. Und dann für die Torpedos gibt es dann die Röhrenstation Nummer 1. Sekundärschaden von Torpedo wird um 17% erhöht, Projektilgeschwindigkeit wird erhöht und stellt sogar außerhalb eines Kampfes sogar noch Ausdauer der Besatzung her. Das macht die Röhrenstation. Das sind also die beiden Dinge, die hier sind. Da haben wir mal kurz, machen wir mal den Taschenrechner an. 700 für die Ausstattung, 600 für die Raketen, macht 1300, 1650 mit den Torpedos und
Genau 2000. Genau 2000 Sovereign, wenn ihr da einmal die Vollausstattung kaufen wollt, auf dem Schwarzmarkt. Ich kann es empfehlen. Ich kann es definitiv empfehlen. Würde ich definitiv wieder machen. Die Waffen sind richtig geil. Wie gesagt, ich werde sie jetzt nochmal auf dem richtigen Schiff mit einer richtigen Zusammensetzung einbauen und dann gucken, wie das Ganze sich macht, wie ich das Ganze ergänzen kann, was ich dazu packe an Waffen, wo ich sie hinpacke, rechte Seite, linke Seite, vorne, hinten, ne? Wie auch immer, oben, unten. Da gibt es ja reichlich Möglichkeiten, da werde ich ganz genau schauen, was dort wirklich Spaß und Sinn macht. Ich kann es euch auf alle Fälle schon mal empfehlen, munter mit der rum zu experimentieren, lohnt sich definitiv. Und das war's von mir. Erstmal zu den besten Waffen in Skull & Bones. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn ihr noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.